Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Saturdays to Die mit dem Airmod. Ihr hört schon, ich schon wieder am Wolf. Ich habe schon einen erlegt, habe ich einen Zombie erlegt. Da hinten hat der Wolf den Dicken zum Explodieren gebracht. Also ihr bekommt so viel Wölfe in der Nacht hier geliefert. Also, ich sehe ihn gerade nicht. Ich denke, unsere Bauvorhaben, zumindest was das hier anbelangt, wird voll in die Hose gehen. Weil die eine Olle hat gerade auch schön auf die Säule genagelt die ganze Zeit. Seh ihn halt nicht, ey. Mein Gott. Er ist halt echt da auf der anderen Seite oder was von dem Ding. Und kommt nicht rum oder was. Ja, man müsste es schon so bauen, dass man dann auch alle Säulen einsehen kann. Ich wollte hier nochmal testen, wie es aussieht, wenn ich hier 12 rausgehe. Aber ich denke, die werden doch schon so schlau sein und die Säulen kaputt kloppen. Zombies. Aber gut, dann werden wir... oder werde ich wahrscheinlich... auf den Frontalkampf setzen müssen. In Zukunft. Mein Gott, dann zeig dich doch. Das geht mir schon wieder auf die Nüsse, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ey. Was will er denn? Soll er doch sich zeigen, Alter. Jetzt hab ich gedacht, die Schotte geht runter und alles gut. Mein Gott, ey. Alter, ernsthaft? Ja, das raffst du nicht. Hier ist keine Säule, ne? Oh, Pfeife. Ich kann mir vorstellen, dass das schon klappen wird hier. Was hackt der denn rum da hinten? Das ist auch noch ein Wolf. Alter, guckt euch das an. Die haben sich schon vermehrt, oder was? Ja, da muss ich ändern. Sonst, wie gesagt, sonst macht man Fleisch am Ende. Ich könnte jetzt einen Bogen nehmen, könnte ich wegsneaken. Habe ich jetzt keinen Nerv, zu dauern mit so lang. Ja. Die hatten dich besser wie jeder Zombie, oder was? Hä? Zombies laufen an dir vorbei. Die Würfe kommen aus zwei allen Richtungen an und handeln dich. Ja, krass. Gut. Also Wölfe kommen wieder raus, werden durch Hunde ersetzt. Wäre ich auch überall Hunde machen oder werde die Geier in der Wüste lassen. Und sonst überall Hunde hin, fertig. Ja, komm. Ja, wäre ich jetzt gerade runtergegangen, hätten die mich natürlich hier hinter drei Wölfe kommen, dann machst du natürlich nichts. Das ist der Schotti nicht. Also wenn du den Kopf triffst, reichen zwei Schüsse mit der Hunting Rifle. Bist du schon tot? Aber jetzt. Das waren jetzt schon wieder vier Wölfe, also. In der letzten Nacht hatten wir ja auch schon vier Wölfe, ne? Klar, man müsste jetzt runtergehen und sie abfarmen. Das wäre das einzige Risiko, aber du wirst ja dann nie Fleischprobleme kriegen. Wie gesagt, das geht ja, oh, er ist endlich aufgewertet. Das geht ja ab der ersten Nacht, also das ist ja... Soll ja die Nächte schwerer machen und euch nicht irgendwie Fleisch liefern. Das machen ja schon irgendwelche Wanderer. So, hier ist natürlich der Vorteil. Hau ihm jetzt die Säule weg, bleibt das Ding hier trotzdem stehen. Sollte, weil es ist nur 11. Das sieht hier natürlich anders aus.
Hier ist natürlich schon wieder so gebaut, dass das einfallen wird. Was schön ist, ich komme jetzt rüber. Ich kann da drüben auch weitermachen. Schön wäre, wenn es stehen bleiben würde. Dann könnte ich nämlich nochmal ausprobieren, wie es dann ist, wenn ich jetzt hier Holz draufsetzen würde. Will ich jetzt eigentlich nicht vor der Horde machen. Ja, ansonsten werde ich, wie gesagt, Frontalkampf machen. Muss man jetzt echt zusehen, dass man Muni hat am Start. Anders wird es nicht gehen. Aber gerade die ersten Rollen kommen ja jetzt auch nicht irgendwie. 20 Millionen Zombies, das hält sich ja auch in Grenzen. So, dass das gehen sollte. Müsste man dann natürlich auch irgendwie mit Ringen arbeiten. Also, die werden natürlich durchbrechen, weil die hauen halt einfach so ein Damage raus. Das wird in die Hose gehen, denke ich hier. Das ist einfach zu kurz, der Abstand. Wäre jetzt so die billige Alternative gewesen. Kann man natürlich machen, wie gesagt, man kann es ja auch 16 machen. Jetzt so für die ersten Horden, wenn keine Cops kommen, geht das. Ne? Ihr könnt 16 machen, so ein Viereck hier mit Holz, schön, einfach in der Höhe. Ohne Geländer am besten, dass man einfach mehr Sicht hat. Und dann hier einfach so Plattform, gleichzeitig Spider-Schutz. Ich muss mal gucken, wie viele Blöcke, 38. Können ja nochmal hier 16 rübergehen, dann kann ich ja nochmal 16 hier dran setzen. Zumindest eine Reihe, so viele Dinge haben wir ja auch nicht mehr hier. 34. Ja, wie gesagt, das, wenn ich jetzt hier stehe, halt ist die Frage, laufen sie zu den Säulen. Klar, man könnte die Säulen jetzt irgendwie noch extra schützen. Ich werde natürlich ein paar Spikes drumstellen, aber die bringen ja auch nichts. Wenn man später natürlich irgendwelche Geschütze und so hat, kann man natürlich so Säulen absichern. Der hier ist halt eigentlich ganz knallhart die Gefahr, wenn ein Block weggeht. Aber wie gesagt, es ist Stahlbeton. Also hier oben hauen sie ja auch nicht drauf, wenn dann spuckt hier ein Kopf gegen. Und der muss natürlich erstmal immer gegen denselben Block spucken. Und der wird ja auch nicht mit zwei, dreimal spucken hier den Block zerlegen. Das glaube ich nicht. Ich kann natürlich jetzt hier auch nicht zwei breit machen. Wenn ich jetzt hier nochmal einen Block dran setzen würde, wird die ganze, oder zwei Blöcke dran setzen würde, wird die ganze Chose runterballern. So, hier habe ich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich weiß nicht, ob ich mir wehtue. Ich gehe mal hinten runter. Ich glaube nicht, dass sie hier dran gehen werden. 7, 8, 9, 9, 10, 10. Gehen wir auf 11. Hier werde ich starten mit dem Test, wenn ich mich hier hinstelle. Ich meine, gut, wir können es auch ausreizen auf 12, was soll's. Hält ja nochmal 12 Blöcke. Ich hoffe nur, dieses komische hält auch 12 Blöcke. So. Also das wäre natürlich das Popligste. Ihr haut euch halt einfach irgendwo. Da reicht ja sogar eine Säule. Das muss ja gar keine doppelte sein jetzt.
Und ich hätte natürlich die weglassen können, hätte hier nochmal irgendwie zwei hin, dass ich da ein bisschen breiter bin. Und ich stelle mich halt einfach dahin. Wenn sie da nicht auf die Säulen gehen, ja. Und sowas könnte man halt bauen hier so aus Wasser raus, ne? Dass man halt jetzt hier sagen würde, keine Ahnung, man hebt hier 8x8 aus, 1 oder 2 hoch, macht da Wasser rein. Oder man hat irgendwo eine Stelle mit flachem Wasser, sodass man halt noch auf die Köpfe schießen kann. Ja, dann sind sie schön langsam. Das wäre so das Popligste und das ist so, was ich denke, was eventuell auch funktioniert. Ich glaube nicht, dass wenn ich hier stehe, auf den beiden Blöcken, dass auf die Säule rennen. Aber wer weiß. Ich habe mich letztes Mal ja auch getäuscht. Ja, man könnte die natürlich jetzt hier noch verkleiden, ne? Das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Ich könnte die ja komplett verkleiden. Die Säule, die wichtig ist. Und dann könnte das schon echt gut gehen. Wie gesagt, hier an die Blöcke kommen nur Kops dran. Ne? Das ist das halt. Und ich glaube nicht, dass so ein Kopf den mal eben klein spuckt. Aber das werden wir hier mal sehen. Aber dann könnte man das echt hier so die Art machen, wie ich es hier gemacht habe. Weil 12 wäre der, 12 wäre der. Klar, hier werden sie wahrscheinlich dahin rennen, denke ich. Aber auch da muss man erstmal abwarten. Das ist zu schmal, ja, das ist zu schmal. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber auch hier gilt halt, wir könnten 16 machen, ne? 16 Abstand. Da ist natürlich dann die Gefahr, dass so ein Kopf das klein knallt. Natürlich eine Ecke höher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wir reizen es nochmal aus mit 16. Ist doch gut, Mutti. Ja, ich glaube auch nicht, dass die daran dann an die Säulen gehen, auf die Entfernung, ey. Do it. Hast nichts mehr oder was? Hast du noch was? So, da haben wir sogar noch ein bisschen was zum Reparieren, ey. So stark. Holzi, Holzi, Holz. Reicht jetzt leider nicht. Doch, reicht. 32. 34 brauche ich sogar. Geil. Problem ist, kriege ich hier keinen Spider-Schutz da mehr hin. Dann mache ich da einfach Woodframes drum oder so ein Scheiß. Ist ja jetzt nicht die Rolle. Wie gesagt, schön ist es jetzt nicht. Soll nur schön werden. Einfach mal darum, ein paar Sachen anzutesten. Alter. So. So. Drei. Ich mach erstmal eine. Hier. Alter. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Sonst mache ich einen Abflug. Gut. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie heile runterkommen.
Badabam, bam, badabam, bam. Na, sieht jetzt auch scheiße aus, ne, weil die anderen gerade sind. Mal Licht aus. Drei. Weil einer war schon dran, ne? Vier. Alter. Fünf. Vielleicht halten die auch mehr, ich weiß es nicht. Aber ich denke nicht. Ich müsste ich dann halt nochmal ausprobieren. Sechs. Ja komm, do it. Sieben. Acht. Ja. Gar kein Problem. 16 Stück. Und ich könnte sie natürlich dann aufwerten. Guck mal eben, was hier ein so Moped kostet. Minus 8 kostet natürlich eine Menge. Und 400. Oh, boah, 2000 ist natürlich schon ordentlich. Das macht so ein Kopf auch nicht durch. Mit mal eben. Klar. Irgendwann. Kostet natürlich aber auch 16, ne? Aber wenn man halt jetzt anfängt, am Start zu bauen. Und baut das halt erstmal aus Holz. Weil die erste Horde wird sie keinen Kopf haben. Die zweite Horde wahrscheinlich auch noch nicht. Also von daher. Muss man halt später eine Menge Eisen machen. Aber 2000 rotzt ja auch nicht eben weg. Und dann könnte man hier 16 machen. Und ich glaube, wie gesagt, nicht, wenn ich hier mittig stehe. Wäre natürlich schön, wenn ich mir mal die Mitte irgendwie kennzeichnen könnte. Habe ich denn Farbe und einen Pinsel? Das wäre ganz cool. Dass sie auf die Säulen gehen. Und dann hat das natürlich schon wieder hier. Kam von oben. Exploit oder wie auch immer, ey. Keine Ahnung. Das soll ja auch echt nur so für den Anfang sein, ne? Also ich möchte später die Horden schon richtig fighten. Also auch Frontalkampf. Aber das geht natürlich nur, wenn du auch die entsprechende Munition hast. Aber das könnte man halt machen, ne? Und jetzt nicht nur auf einer Strecke, sondern man könnte sich halt hier so entweder ein Viereck machen. Oder halt einfach auch eine längere Strecke. Da könnte man ja gucken, wie man lustig ist. Und die Frames hier wegnehmen, wenn uns da nichts einfällt. Ja gut, das jetzt wie gesagt, da haut ein Kopf wahrscheinlich zweimal vor, dann ist er durch, das Holz. Und wenn man das dann jetzt noch auf die Spitze treibt, könnte man das natürlich hier machen. 12, kannst du 24 machen. Bei 24 geht doch keiner mehr auf die Säulen drauf. Also kannst du eine Brücke von 24 breit machen. Und das hat direkt mit Stahlbeton machst hier. Bam, da stellt sich mittig drauf. Also da glaube ich nicht, dass sie dann nur zu den Säulen rennen. Ey, kann ich mir. Ich meine, gut, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die KI jetzt ist, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und wie gesagt, man kann die Säulen ja dann auch noch, also den Kern der Säule natürlich noch absichern, indem man da noch ein paar Blöcke drum macht. Und wenn du dann ein paar Mullis hast, wo wir jetzt noch mal kurz gucken können, ob wir welche herstellen können. Die dann von oben runterballern kannst, weil die sind ja schon extrem. Ich habe das ja mal angetestet, ey. Also Molly, der haut ja richtig Damage raus. Ja, schon pervers, ey. Auch ein Glas. Ja, da sollten wir eigentlich alles haben. Da haben wir ein
das. Guck mal, wir haben sogar Farbe. Haben wir auch einen Pinsel? Wahrscheinlich nicht. Öl hatten wir hier. Wie sieht es Repair-Kit-mäßig aus? Haben wir eins. Wie sieht es waffentechnisch aus? Magnum. MP. So, Stoffen. Und Gläser. Ach, hatte ich den anderen Scheiß gekocht, ne? So, mal ein bisschen was trinken, ne? Ich glaube, gleich platzt oder krank wird oder so. Mullis. Bäm. Können sogar noch 6 machen. Cool wäre, wenn sie gleich so einen Wasserbauch hätte. Kann nicht mehr laufen. Hm? Wäre auch zu einfach, wenn man es einfach auskippen könnte, oder? So. Gönnen wir uns noch ein paar Mollis. Hier wird es noch hier. Da, was ist das denn? Wie heißt das Ding überhaupt? Paintbrush. Oh, kriegen wir auch noch hin. Läuft. Gut. Wieso? Ich werde es jetzt so lassen. Also, da wollen wir jetzt nicht irgendwie großen Hackmack machen. Wieder wegpacken, weiß ich selber nicht. Gut, ich muss natürlich noch hier die Ecken machen, dass ich einen Spider-Schutz habe. Ich weiß auch nicht, ob die Holz einfach durchknallen. So ein Woodframe. Noch ein paar Flexstonies, komm. Zack. Das muss jetzt auch nicht schön sein. Ganz hässlich soll es eigentlich auch nicht sein. So, da habe ich das mit den Holzdingern. Das ist gut. Ja. Hier jetzt einen dran setze. Obwohl, sollte gehen. Ich kann ja von dem Block eigentlich auch wieder 12. Aber von ihm aus nicht. Wird runterballern. Der kann. Sehr echt aufpassen, dass ich keinen Denkfehler mache. Wie das rein theoretisch setze ich hier, ja, gut, einen könnte ich sogar noch hier an der Dinge, ne? Ist der nur 11, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ne, 12, genau.
Hier könnte ich einen dran machen und dann einen rüber. Das sollte gehen. Wenn ich so mache. Spannend. Ja, das sollte gehen. Genau. Ja, wir reizen es mal aus, ne? Ja, ich könnte natürlich jetzt auch noch. Ne, die halten ja nicht so viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf habe ich noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Tatsache. Naja, egal. Rücken, Test, Horde, Spezial. Können wir das Ganze nennen hier. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist hier eine ganz gute Möglichkeit zum Start halt. Für die ersten zwei Horden vielleicht. Das werden wir sehen jetzt. Ich überlege halt gerade, wo ich anfange. Zu testen. Ich weiß halt auch nicht, wenn sie jetzt von hier kommen und ich dann da stehe, ob sie dann sagen, ach, weißt du was, wir hauen wir erstmal hier direkt hier drauf, weil wir es können. Boah, Schwein, du gehst mir auf den Sack. Wo bist du? Naja, gut. Kann natürlich sein, dass das jetzt hier nach 2 Minuten wieder vorbei ist. Das werden wir sehen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, alles andere in die Kommentare. Und dann sehen wir uns zur Hornnacht hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.